Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute mache ich für euch einen Spargel auf dem Grill in Alufolie mit Backpapier, sodass der Spargel gar nicht das Alupapier berührt. Hier ist das Ergebnis. Viel Spaß beim Nachgrillen. Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Ihr wisst ja alle, ich bin aus Franken. Es ist jetzt Spargelzeit. Darum werde ich heute für euch einen Spargel in der Alufolie zubereiten. Dazu habe ich einen fränkischen Spargel, eine Aluminiumfolie und Backpapier. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nicht möchte, dass mein Spargel direkt mit der Alufolie in Berührung kommt. Eine Grillzange. Dazu brauchen wir Salz, Pfeffer, etwas Chili, wer möchte, Zucker und Olivenöl. Ich habe da jetzt ein griechisches Olivenöl. Das hat mir ein guter Freund mitgebracht, aber es geht jedes herkömmliche Olivenöl. Man kann auch eine Butter nehmen, da muss man bloß aufpassen, dass es nicht so verbrennt. Dann fangen wir mal an. Das Ganze machen wir heute auf einem Broil King, im Signet 93. Der wird jetzt auf 180 Grad hochgeheizt, 180, 200 Grad, und dann werden wir den Spargel direkt grillen. Also nehmen wir jetzt die Alufolie und nehmen ein Stück runter, klappen deswegen ein, dass das etwas sauberer ausschaut. Dann mein Backpapier. Kann ich den Spargel da drauf schon platzieren. Ja, das Paket ist gut für 5-6 Stängchen. Ja, die probieren wir alle. Wird schon gehen. Dann nehmen wir Olivenöl, verteilen das, drehen den Spargel, dass er von allen Seiten ein bisschen Olivenöl abbekommt. Verteilt sich dann eh später in dem Paket gleichmäßiger. Dann etwas Pfeffer, etwas Salz, dann nehme ich einen herkömmlichen Zucker, der karamellisiert leicht in dem Paket, nur ein bisschen, es gibt einen ganz besonderen Geschmack, und etwas Chili hatten wir schon, ne? Aber da tun wir noch was drauf. Dann drehe ich das nochmal und mache das gleiche von der anderen Seite nochmal. Etwas Salz, das Pfeffer, ein bisschen Chili und ein bisschen Zucker. Schiebe ich das auf die Seite und schließe mein Paket. Klappe ich jetzt so um. Jetzt fertig. Und jetzt heizen wir unseren Grill auf 200 Grad hoch und dann legen wir auf. Mein Signet 93 hat jetzt die ideale Temperatur von 200 Grad. Ich habe noch mal ein zweites Paket vorbereitet in der Zeit. Ich habe auch den Spießbratenbrenner angeschaltet, weil es nach Regen ausschaut, dass er einfach schneller hochheizt. Noch schneller. Jetzt öffnen wir den Grill und jetzt platzieren wir das direkt auf dem Rost, direkt, und grillen das an. Das Gute dabei ist, dass der Spargel jetzt im eigenen Saft gart und dadurch viel mehr Geschmack hat, wie wenn man den jetzt kochen würde, weil da das Ganze, der Spargelgeschmack geht dann komplett in das Kochwasser, und das ist einfach eine bessere Lösung. Der Zucker karamellisiert leicht, das ist ein super Geschmack, viel intensiver, als ihr ihn bislang gekannt habt. Wir werden den jetzt 4 bis 5 Minuten direkt angrillen, dann drehen wir ihn. Die Gesamtzeit, die Garzeit beträgt zwischen 15 und 18 Minuten.
vielleicht auch 20, je nach Dicke des Spargels. Aber man kann das durch Drücken erkennen, wann der Spargel gut ist. Die 5 Minuten sind jetzt rum. Unser Grill ist jetzt noch ein bisschen höher gestiegen auf 250 Grad, das macht aber nichts. Jetzt hören wir mal rein, weil ich höre jetzt schon, wie der Spargel brutzelt. Könnt ihr das hören? Da gart er so richtig schön in dem eigenen Saft. Mit dem Olivenöl, dem Salz, dem Zucker, der karamellisiert leicht. Jetzt drehen wir das einfach um unser Paket. Ich nehme immer gerne die Hände dazu. Erwägen, ne? Ich bin ja Franke. Ich merke schon an der Konsistenz, dass auf dieser Seite schon gut ist. Jetzt kann es sein, dass ein bisschen Öl raustropft, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt werden wir nochmal 5 Minuten abwarten und dann werden wir uns gleich nochmal sehen. Die zweiten 5 Minuten sind jetzt auch vorbei. Ich höre ihn schon brutzeln, unseren Spargel. Jetzt mache ich mal den Test. Ah, der ist noch ein bisschen hart. In dem Fall würde man einfach jetzt mal hochlegen und da oben weitere 5 Minuten gar ziehen lassen. Jetzt hoffe ich, ist er fertig. Die 5 Minuten sind jetzt auch vorbei. Jetzt werde ich ihn vom Grill nehmen, meinen Spargel in der Folie. Muss ein wenig aufpassen beim Paket öffnen. Sehr heiß. Herrlich. Herrlich, wie der ausschaut. Genauso soll er sein. Nicht verbrannt, auch kein Branding, das braucht man in dem Fall nicht. Das Branding haben wir auf dem Fleisch. Wenn wir den auf die. Kann man einfach so draufheben. Und einfach raus. Rollen lassen. Ganz leichtes Branding haben wir ja, seht ihr. Die Soße ist legendär, die müsst ihr unbedingt mit auf den Teller geben. Das zweite Paket lassen wir noch zu. Da ist jetzt noch etwas heiß zum Probieren. Als Tipp von mir bei grünen Spargel etwas mehr Stangen in das Paket geben. Keinen Zucker verwenden. Ansonsten Salz, Pfeffer und das Chili. Und vielleicht ein bisschen Knoblauch und das Olivenöl und vielleicht, wer mag, ein bisschen Sesam und es dann ganz einfach oben auf das Ablagerost und der dauert dann auch ungefähr 20 Minuten und ist auch eine tolle Sache. So, jetzt probiere ich. Ich sehe schon, der hat noch ganz leicht Biss, so soll er sein. Wahnsinn. Wahnsinn, wie intensiv der nach Spargel schmeckt jetzt. Das kann man einfach mit dem Wasser nicht erzielen, dieses Ergebnis. Dann muss ich direkt nochmal probieren. Wer natürlich mag, kann jetzt noch nachwürzen mit etwas Salz oder Pfeffer. Super zart, hat einen schönen Biss, eine super Konsistenz. Viel Spaß beim Nachgrillen. Euer Peter Zeidler Barbecue.